So, da sind wir auch wieder im Spiel angelangt. Ja, das Laden hat funktioniert, des Spielstandes. Da hatte ich schon ein bisschen Sorgen. Das war das erste Mal, dass ich den Spielstand gespeichert hatte, bevor wir hier in diesen kleinen Abgrund gesprungen sind. Und es war ja, ihr habt es ja gesehen, es war nicht die beste Entscheidung. Und es hätte mir ja schon vorne rein klar sein können, dass da unten bestimmt keine Parfümflasche zu finden ist. Aber naja, man konnte zumindest runterspringen. Es war der falsche Weg und deshalb müssen wir eine andere Lösung finden. Während des Ladens habe ich mir überlegt, wir sind vielleicht komplett auf der falschen Fährte, Leute, ne? Denn vielleicht sollte ich mich nicht allzu sehr an dieses Parfüm klammern, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in der Mine ein Parfüm finden, um die Erinnerung von der Jean zu wecken, ist, glaube ich, sehr gering. Deshalb sollten wir mal gucken, mit den Sachen, die wir hier aktuell haben, mit denen, was kann man noch mitmachen? Und währenddessen ich das Spiel geladen habe, habe ich auch noch überlegt, von den Fakten, die wir wissen. Also wir wissen, wir sind im ESA Institute und das beschäftigt sich zum Thema der Gentechnik und der Psychologie des Menschen und führt eine Menge Experimente durch. Ja, das wissen wir ja. Und das spielt alles im Zeitraum 1942, so um den Dreh. Und die Person, die wir bis jetzt kennengelernt haben, ist eigentlich ein junger Herr, ganz am Anfang des Spiels, wo wir im Aufzug gestartet haben. Und er kennt uns anscheinend und hat uns davon abgeraten, hier zu diesem ESA Institute uns zu begeben. Das ist die eine Person. Und dann haben wir noch diese Ärztin, ja, kann man sagen, diese Ärztin kennengelernt, die mit uns spricht und diesen Weg hier hingeführt hat. Und das war die Dr. Edmonds. Edmonds hieß sie, glaube ich, mit dem Vornamen Phyllis. Und die hat uns ja auf diese kleine Reise geschickt. Und sonst wissen wir nur von einem Patienten. Sie hatte den Namen Jean, ist 69 Jahre alt, ist weiblich und hat eine Nationalität. Sie ist halt Britin und Beruf Lehrerin und Geburtsort Pinwheel. Und leidet anscheinend unter der Krankheit Demenz. Das sind also die Fakten, die wir wissen. Und ich habe überlegt, den Weg, den wir jetzt gegangen sind aktuell. Wir haben uns auf diesen Stuhl gesetzt und sind dann in die Erinnerung von jemandem eingedrungen. Ich glaube, das kann man sagen. Und ich bin mir bis jetzt ja nicht sicher, ob wir selbst diese Jean sind, die Patientin, die versucht, ihre eigene Demenz zu heilen, indem sie die Erinnerung wieder entfacht, oder ob wir jemand sind, der ihr dabei helfen sollen. Also es ist echt nochmal etwas kurios. Und ich weiß nochmal nicht ganz genau, wer wir sind und was wir genau machen. Aber Fakt ist, welche Gegenstände haben wir jetzt aktuell? Wir haben aktuell dieses Buch gefunden. Und als wir das Buch in die Hand genommen haben, kam die Anmerkung von der Jean, die zu uns gesprochen hat, sollte man, wenn man ein Parfüm hätte, würde dies die Erinnerung wieder erwachen lassen. Und das war ja der Grund, warum wir dieses Parfüm gesucht haben die ganze Zeit hier. Aber ich habe mir auf der anderen Seite überlegt, das Buch ist das einzige, ist ein einziger Gegenstand, der hier in der Mine in dem Bereich sich befindet, mit dem wir noch nichts angefangen haben. Mit der Glasscherbe, die wir hier sehen, haben wir die Luftzufuhr gestoppt und haben die Sicherheitstüren geöffnet. Und das Buch ist das Einzige, was wir vielleicht noch irgendwo verwenden könnten, glaube ich jetzt. Und wir haben zwar noch eine Tasse gehabt, das ist ja auch von einem Bergarbeiter oder von einem Minenarbeiter anscheinend. Diese Tasse, wo unten drauf stand Fletch oder Finch, ich glaube Finch war es gewesen. Aber diesen Gegenstand haben wir ja nicht in der Mine gefunden, sondern oberhalb der Mine. Und wir haben ja schon auch herausgefunden, dass wir nicht mehr hier raus können. Zumindest nicht über den regulären Weg des Aufzugs. Und dann ist mir noch eingefallen, als wir in diesen Kasten reingekommen sind, also diese, wo wir die Reise gestartet haben. Das nennt sich ja dieser Kasten, wo wir diese einzelnen Türen hatten mit Pinwheel Industry, Pinwheel Mine, Pinwheel Harbor. Dieser Kasten, da gab es auch die Anmerkung, dass man sich immer wieder hin und her teleportieren könnte. Aber die Frage ist, wie? Ich habe da, wie gesagt, mir echt Gedanken gemacht. Hat eine kleine Pause gemacht, nachdem ich den Spielstand neu geladen habe. Und versucht das alles mal zusammenzufrickeln. Also, was können wir noch mit dem Buch machen? Zum Beispiel. Also, hier haben wir die Presse verwendet. Können wir das Buch hier reinlegen? Nein, geht auch nicht. Können wir das Buch in den Fohlenkäfig reintun? Glaube ich zwar nicht, aber können wir auch mal testen. Hier können wir zwar auch die Türen, also diesen. Ja, das können wir zwar öffnen, aber da können wir auch nicht das Buch reinlegen. Würde auch wenig Sinn ergeben. So, kann man hier das Buch vielleicht hier in den Vogelkäfig? Nee. Kann man auch nicht. Okay.
Da müssen wir einen Vogel finden wahrscheinlich. Gehe ich mir schwer davon aus. Um die Änderung zu vervollständigen, in der wir uns gerade befinden. So, was mit den Notizen? Hier haben wir eine Lampe. Was stand da nochmal? Das haben wir alles schon vorgelesen und allgemein gelesen. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Was haben wir noch? Da hinten haben wir das Radio. Das können wir zwar anmachen. Aber sonst auch nichts. Den Text haben wir auch schon gelesen. Da geht es um den Luftkompressor, der kaputt gegangen ist. Was steht da? Der Luftkompressor geht laufend kaputt und wir haben keine Anleitung. Aber die Anleitung haben wir jetzt. Das Buch ist die Anleitung, um ihn zu reparieren. Wir müssen einen Weg finden, die Ventilationsrohre einzuschneiden. Sonst werden wir hier unten ersticken. Das haben wir gemacht. Und wir haben die Anleitung jetzt gefunden. Die haben die Anleitung des Luftkompressors. Aber was mache ich denn damit? Ich meine, reparieren können wir es ja auch nicht mehr, oder? Können wir das Buch irgendwie da... Für was brauchen wir das denn jetzt? Na, die Schläuche sind kaputt. Die kann ich ja nicht reparieren mit dem Buch. So, ich gehe nochmal zurück. Habe ich irgendwas übersehen hier in diesen Karren? Ich weiß nicht. Was sind das hier? Sind das Bilder oder was ist das hier? Nee, ist einfach nur so ein Blech, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas ganz Wesentliches übersehen. Also es muss eigentlich mit dem Buch zu tun haben. Denn wie gesagt, das Buch... Ich kann auch nicht hochfahren. Ich kann nicht mehr hochfahren. Das geht nicht. Das Buch ist halt das einzige... Der einzige Gegenstand, den wir noch nicht verwendet haben. Aber das Buch kann ich auch nicht lesen. So, was haben wir hier oben? So, hier Benzinkanister. Da ist noch die Sicherheitstür. Das ist die einzige Sicherheitstür, die wir nicht geöffnet haben. Aber die, hier gibt es ja auch keinen Kompressor, wo wir das nochmal den Luftschlauch einschneiden können. So, was haben wir hier? Die Notiz, die kennen wir aber auch. Luftschläuche verstopft. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon. So, hier, das ist der Projektor. Lagen da nicht mal zwei Projektoren? Oder habe ich auch schon irgendwie Sauerstoffmangel hier unten? Hier lagen nochmal zwei Projektoren, oder? Das ist der große und ein kleinerer. Oder? Bin ich jetzt verrückt? Ja. Ich glaube wirklich, hier lagen zwei. Hat das was zu bedeuten? Wurde der geklaut von irgendjemandem hier? Ist hier ein anderer? Oh, ich werde noch ganz wahnsinnig hier. Oh Mann. So, was haben wir noch hier? Ja, das ist auch noch so ein Kompressor. Wobei der eher für die Stromerzeugung, glaube ich, zuständig ist. Ja, da kann ich auch nichts machen. Ich kann nichts aktivieren, nichts deaktivieren. Die Schränke, ja, die Schränke kann ich auf und zu machen. Hier haben wir noch den Krug hier, Fletch, nicht Finch, genau, Fletch. Den haben wir von oben mitgenommen. Also den, glaube ich, können wir hier nicht verwenden. Denn wir hätten, wenn wir den nicht mitgenommen hätten von oben, dann wären wir eh gefangen gewesen. Das kann es nicht sein. Wir müssen mit dem Buch was machen. So, was haben wir hier? So, hier Lampe, hier haben wir noch Bücher. Kann ich überhaupt... Ja... Hallo? Ich habe jetzt nur die Bücher angeklickt. Aber... Naja, komm, aber wie soll ich das denn wissen, dass ich hier das Buch reinlegen soll? Naja, gut, okay. Das sind die einzigen Bücher, die sich hier befinden, aber... Boah... Warte mal. Was für ein Zettel? Hier könnte ich noch Sachen ablegen, oder? Gegenstandsablage? Stand das nicht da? Was haben wir hier? Das soll doch einfach... Kann ich hier auch drehen, die Nachricht? Nee. Aber was stand denn hier? Dan, I can't find the air compression manual, bla bla. Also, ich kann das Buch nicht finden. Es muss irgendwie hier rumliegen. Ich habe es verloren. Could you please find and... No. Okay. Da steht's. Could you please find it and place it here on my desk, Steve? Oh, das war die einzige Nachricht, die ich nicht komplett gelesen hatte, weil sie auch jetzt nicht ins Deutsche besetzt wurde und ich habe das wäre nicht so wichtig. Sonst sind ja alle Texte auch auf Deutsch hier und das war die einzige Nachricht, die ich so eher überflogen hatte. Und da steht's ja auch direkt drauf. Could you please find it and place it here on my desk? Also das Buch. Ja, okay. Okay, mein Fehler. Das heißt auch, solche Notizen ernst nehmen. Okay, aber was mich gerade noch ein bisschen mehr irritiert ist hier, der Projektor hat sich von alleine aufgestellt. Wohin ist der denn hingerichtet? Und die Schotten sind dicht.
Oh Gott, ich nehme einen Becher mit. Der bringt Glück. Den nehme ich mit. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Türen sind automatisch zugegangen, nachdem ich das Buch hingelegt habe. Ja. Sicherheitstür ist noch zu. Können wir den Projektor aktivieren? Okay. I don't know where you are in there or what it looks like to you, but our readings have trebled in the last few seconds. You must be incredibly close to the center of this memory. I think. Okay. Also, was haben wir erfahren? Um 15 Uhr gab es einen Durchbruch zum Thema einer Behandlung anscheinend bei der Patientin Jean. Es geht darum, das Parfüm, was ich die ganze Zeit gesucht habe, das Parfüm hat anscheinend Erinnerungen geweckt bei der Jean, nachdem das Parfüm auf einen Sessel gesprüht wurde, auf dem sie anscheinend saß. Und jetzt wird versucht, das nochmal zu wiederholen. Einerseits dieses Parfüm nochmal abzuwaschen, die Patientin nochmal draufzusetzen und zu schauen, ob sie auch wieder reagiert auf das Parfüm und die Erinnerungen wiederkommen. Also es dreht sich alles um die Krankheit Demenz. Und das kommt mir unglaublich bekannt vor. Ich habe es im Laufe des Let's Plays auch erwähnt. Zuvor hatte ich ein Spiel gespielt, das nennt sich Firewatch. Und das beschäftigt sich auch mit der Thematik Demenz und wie schwierig ist das, damit umzugehen mit Leuten, die davon betroffen sind. Und das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es das Schicksal ist, dass ich jetzt dieses Spiel spiele. Das habe ich einfach mir so rausgegriffen und hat jetzt auch keinen tieferen Grund. Und ja, ich finde es wieder sehr interessant. Und jetzt geben wir in die Erinnerung rein von der Jean anscheinend. Und ich glaube nicht, dass wir selbst die Jean sind, sondern dass wir helfen, Jean sich wieder erinnern zu lassen. Und wir sind ganz nah an dem Punkt der Erinnerung von Jean. Wir können die Kerzen auspusten und wir anmachen. Müssen wir alle Kerzen ausmachen? Ist das wichtig? It is. Our readings, they're showing that this is what's causing the symptoms of dementia in our patient. Or at least it's part of what's causing it. Das ist die Ursache der Demenz, ein Teil davon? Dieser Kristall, was ist das? Und das war doch dieser Kristall, den wir vor uns sehen, den gab es ja schon ganz am Anfang im Spiel. Wo wir reingekommen sind, wo wir in den Aufzug rausgegangen sind. Und da gab es auch so einen ganz großen blauen Kristall. Das war der Isar-Stein. Boah, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hier kann ich nicht rausgehen. Ich muss dem Weg folgen. Ich puste die Kerze aus. Werden wir ihre Erinnerung wieder retten können? Was ist das für ein Stein? Destroy it any way you can. Once the task is done, I'll be able to extract you from the memory and place you in another. Wir sollen dies zerstören. Und wir hinterlassen unsere Tasse. Okay. Ich werde einfach mal alle Kerzen auspusten. Vielleicht passiert denn etwas Besonderes. Überall Kerzen. Sieht aus wie ein kleiner Altar. So. Was haben wir da oben? Da glüht es. Aber da können wir nicht runter, nein. Okay, das sieht aus wie eine Presse. Dort müssen wir diesen Stein reinlegen. Schauen wir mal. Auf geht's. Augen zu und durch. Don't listen to it. It's trying to stay attached to the mind in any way it can.
los? Was ist los? Nein! Was ist hier los? Nein, 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 ich will nicht hier raus, lass mich hier, nein! Nein! Ich kann nichts machen, Hilfe! Pinwheel! Was ist hier los? Nein, nein, lass mich, ich will nicht, nein! Ich will da nicht rein, verdammt! Ich will da nicht rein! Ich kann nichts machen. Ich steck fest. Ich kann nichts machen. Hilfe! Was soll das hier? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo, Hilfe, Hilfe. Ich steck fest. Ich bin zu breit. Verdammt. Hallo, hallo, ist das normal? Hallo, hallo? Ich bin hier irgendwie, ich hänge in der Tür fest. Ja. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Verdammt. Und nun? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht springen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht ducken, ich kann nichts machen. Es ist nur einfach verdammt laut. Ja, okay. Kann ich hier die Spitzhacke nehmen? Nee, ich kann auch nichts nehmen. Ich habe auch keine Gegenstände. Kann ich hier diesen Stock hier bewegen? Nee. Ist auch nichts. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ein Rätsel ist oder einfach nur ein bisschen buggy. Warte mal, ich probiere mal was. Nee, das geht auch nicht. Na, ich glaube, wir stecken wirklich fest. Ja, okay. Das ist schade. Ich muss das Spiel nochmal neu laden. Denn ich glaube nicht, dass ich mich hier eigenständig befreien kann. Ja, ich werde mal das Spiel neu laden. Bis gleich. Moments, like stars, are passing me by, burning so bright and so fast as if they never truly existed at all. They're so beautiful, so fragile. I want to hold on to them. I want to hold on and never let them go. Why can't I hold on anymore? Please. Restorer, can you hear me? Ah, there you are. I'm sorry. What you've just experienced was a relapse of our patient's condition. Hopefully you didn't cause too much damage whilst inside. Now, the objective as stated is to locate Jean's artifact. At this present moment in time, we don't know what this item is. We need to gather information from important memories our client can still understand. Their core memories. Oh Gott. Da sind wir wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist bloß passiert?
Was haben wir angestellt? Haben wir Erinnerungen von ihr gelöscht? Haben wir sie zerstört? Ich bin absolut verwirrt. Sind wir hier, um Jeans Erinnerung wieder zurückzuholen oder komplett auszulöschen? So wie es erscheint, wollen wir die Erinnerung komplett auslöschen, indem wir diese Kernfragmente zerstören. Und das scheint nicht so, als würden wir diese reparieren. Diese, wie die Aufgabe hier oben aufscheint, repariere Projektoren. Das ist eher zerstöre Projektoren. Und wenn doch die Jean unter Demenz, also leidet und erkrankt ist, dann sollte doch das Wichtigste sein, ihre Erinnerungen wieder aufleben zu lassen und nicht diese komplett auszulöschen und auf Null zu setzen, zu resetten. Also ich bin absolut verwirrt. Ich weiß wirklich nicht, also was ist jetzt passiert? Wir haben dieses Fragment zerstört. Wir sind daraufhin rausgezogen worden aus der kompletten Erinnerung von ihr, aus Pinwheel, aus der Mine. Also das Spiel irritiert mich zutiefst. Zumindest sind wir uns jetzt ganz im Klaren, dass wir selbst nicht Jean sind. Davon gehe ich jetzt mal aus, zu 99,9%. Wir sind nicht Jean Thornton, die 69 Jahre alte Lehrerin. Sondern entweder helfen wir ihr als Wiederhersteller, denn wir sind anscheinend dieser Wiederhersteller, aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder eher schlecht. Ist es gut, die letzten Erinnerungsstücke und Fragmente einer Person zu zerstören? Und auch wenn jetzt hier die Doktorin, die Phyllis gesagt hat, dass sie sich nicht festhalten soll und sie muss loslassen. Also ich weiß nicht. Und ist das hier dieser Sessel? Ist das der Sessel, wo das Parfüm drauf gesprüht wurde? Wo die Jean drauf saß? Also auf der anderen Seite sieht man das Bild hier, es ist noch komplett schwarz. Also das Einzige, was man sehen kann, ist halt die Devil Mine. Und die Devil Mine, die ist auch erst erschienen, nachdem wir angekommen sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt die anderen Orte besuchen, dann wird dieses Bild vervollständigt. Aber ob wir wirklich etwas Gutes damit tun, ich weiß nicht. Es ist absolut verwirrend. Und jetzt sind wir wieder im Kasten angelangt. In diesem, im Verstandinnersten von der Jean anscheinend. Das habe ich auch eben erwähnt, hier kann man ja auch Gegenstände ablegen. Aber ich habe zum Beispiel, mein Krug ist auch weg. Mein Krug aus der Mine, aber hier könnten wir Sachen ablegen. Was machen wir denn jetzt? Pinwheel Harbor. Achso, die Mine haben wir abgearbeitet. Nein, die war oberhalb. Ah, die Mine war oberhalb. Und das ist hier der Harbor, also der Hafen. Und da geht es anscheinend jetzt als nächstes hin. Pinwheel Harbor. Okay, auf geht's. So, Ziel Pinwheel Harbor. Repariere 0 von 4 Projektoren. Haben wir jetzt also einiges bei der Mine übersehen? Kann das sein? Haben wir nur eine Projektoren repariert? Also das wäre übel. Dann wäre aber ziemlich schlecht. Aber was heißt denn repariere Projektoren? Das heißt, du bringe Gegenstände zu ihrem Ursprungsort zurück, oder? Ist das unsere Aufgabe? Das Buch, dass wir es ins Bücherregal legen? Und wo muss denn der Krug hin, den wir gefunden haben? Oder die Gasmasken? Müssen wir die ganzen Gegenstände irgendwo hinhängen und vervollständigen? Ich weiß nicht. Aber zumindest gehen wir jetzt erstmal zum Pinwheel Harbor, zum Hafen. Da gibt es nur, sagen wir mal, 4 Projektoren zu reparieren. Falls es Erinnerungen sind, diese Projektoren. Auf geht's.